Herzlich willkommen hier vom Prager Altstädter Ring, vom Ostermarkt zur Sendung Auf gute Nachbarschaft, heute wieder mit Themen aus Tschechien. Drei Themen haben wir in dieser Sendung für Sie vorbereitet. Sie können bei uns erfahren, warum die Prager mehr Zeit auf dem Weg zur Arbeit einplanen müssen. Sie können erfahren, warum das Schwarzbrennen in Meeren nicht mehr ganz so gefährlich ist. Und Sie können wieder Tschechisch lernen in unserem Tschechischkurs Mir nix, dir nix mit Petter Kumpfe. Aber zuerst ein Video, das bereits jeder Tscheche kennt. Es wurde bereits tausende Male im Internet heruntergeladen. Es zeigt, wie der tschechische Präsident Václav Klaus einen Kugelschreiber klaut. Eine Vertragsunterzeichnung in Chile. Es ist doch wie bei einem guten Stück Schokolade. Da kann man nicht Nein sagen. Und wenn der chilenische Gastgeber dem tschechischen Präsidenten dann auch noch einen mit Edelsteinen verzierten Füller vor die Nase legt, der muss mit nach Prag. Die Hände sind lange unten und dann ist das gute Stück schon weg. Noch ein wohlwollendes Nicken für dieses schöne Geschenk. Und der tschechische Präsident Václav Klaus hat bereits gestanden. Er hat auch gestanden, bei Bedarf nicht nur Kugelschreiber zu stehlen, sondern auch schon mal einen Notizblock. In Prag geht es jetzt langsamer voran. Nicht, weil die Tschechen jetzt Groschken benutzen, sondern hier unter mir in der Prager Metro müssen die Tschechen mehr Zeit auf ihrem Weg zur Arbeit einplanen. Und schuld daran ist Europa. Schuld ist eine Verordnung der EU. Alltag in der Prager Unterwelt, die Fahrt auf den Rolltreppen zur U-Bahn. Vor allem die alten russischen Modelle fahren da rasend schnell. Wenn es ein wenig langsamer geht, freut es vor allem Mütter mit Kinderwagen. Für Jarmila Blaova ist jede Fahrt auf diesen Treppen eine Herausforderung. Nur Jakob scheint nicht zu begreifen, dass es hier gerade um sein Leben geht. Es ist doch total kompliziert. An den Wagen hat man sich gewöhnt, aber das zweite Kind an der Hand, das ist gefährlich. Worin liegt das Problem? Einige Treppen sind einfach schnell, zu schnell. Das soll sich ändern. Die Treppen sollen langsamer werden. Europa will das Leben hier in Prag entschleunigen. Statt 90 Zentimeter pro Sekunde dürfen die Rolltreppen nach der neuen EU-Verordnung nur noch 60 Zentimeter pro Sekunde fahren. Was das für das Leben der Prager bedeutet, wir haben es mal durchgerechnet. Marina Kulenovic muss ihr Leben dank der neuen EU-Norm neu berechnen. Am Platz des Friedens will sie ihre U-Bahn erreichen, um pünktlich zur Arbeit zu kommen. Auf der umgerüsteten Treppe braucht sie nun 1 Minute und 18 Sekunden. Früher waren es hier 30 Sekunden weniger. Und 5 solcher Treppen liegen auf ihrem Weg. Im Jahr verbringt sie auf Rolltreppen 20 Stunden mehr. 20 Jahre hat sie noch bis zur Rente. 16 ganze Tage raubt ihr diese Verordnung. Jeden Tag verliere ich Zeit, jeden Tag ganze Minuten, das summiert sich doch. Das ist viel zu viel. Ich will, dass sie wieder schneller werden. Doch für alte Menschen seien die Fahrten auf den schnellen und bis zu 70 Meter langen Treppen gefährlich, warnt der Rolltreppenbeauftragte der Prager Metro. Mit dem Chef der Prager Rolltreppen habe ich jetzt genauso in etwa 35 Sekunden Zeit für ein Interview. Herr Vondráček, was glauben Sie, was bedeutet die neue EU-Norm für die Prager Rolltreppen? Ja, wir machen es Schritt für Schritt. Jede neue Treppe, die installiert wird, muss der neuen Norm entsprechen. Und heißt das, dass die Fahrt auf der Rolltreppe dadurch viel sicherer wird? Wir wissen, dass auf den schnelleren Treppen die Leute stehen, auf den langsamen laufen sie. Es gibt also mehr Überholvorgänge und dadurch auch Rempeleien. Also, es ist nicht unbedingt sicherer. Schluss, wir sind schon unten. Die Geschwindigkeit der Rolltreppen spaltet eine Stadt. Einige sorgen sich um Lebenszeit, die anderen um ihre Sicherheit. Klar, für mich kann es manchmal nicht schnell genug gehen. Aber meine Oma, die hat sich doch gar nicht mehr auf die Rolltreppe getraut, weil sie viel zu schnell war. Nur ein Berufsstand freut sich über mehr Zeit auf der Rolltreppe, über langsamere Rolltreppen hier in Prag. Das sind die Taschendiebe. Denn die haben jetzt viel mehr Zeit,
um dem Taschendiebstahl nachzugehen. Viel schlimmer aber noch, als sich beim Diebstahl erwischen zu lassen, war es bislang in Tschechien, sich beim Schwarzbrennen eines solchen Getränkes, eines Slivovitz, eines Pflaumenschnapses erwischen zu lassen. Doch in dieser Brennsaison hat sich alles geändert. Schwarzbrennen ist keine Straftat mehr, sondern nur noch eine Ordnungswidrigkeit. Ob das etwas am Geschmack des Slivovitz ändert, wollten wir von den Schwarzbrennern in Mähren wissen. Ein Dorf hüllt sich in Schweigen. Sie machen es hier alle, jeder weiß es, doch keiner will so schnell mit uns darüber reden. Wir sind am Ende der Tschechischen Republik, an der Grenze zur Slowakei. Es ist die Hochburg der Schwarzbrenner. Sie alle brennen hier den Slivovitz, den Pflaumenschnaps. Hunderte Pflaumenbäume sind für uns schon ein sicheres Zeichen, dass wir hier richtig sind. Doch reden will so schnell keiner in Strani. Schließlich war das Schwarzbrennen, ja der bloße Besitz einer Destille, über Jahre eine Straftat. Es wird Abend, jetzt hören und sehen wir, dass wir richtig sind. Slivovitz-Flaschen auf dem Tisch der Folklore-Gruppe, ohne Etikett und Steuerbanderole. Wird man beim Brennen erwischt, zahlt man seit dieser Saison eine Strafe von 100 Euro. In den Knast kommt keiner mehr. Aber sie haben Angst um ihre Destillen. Über Schwarzgebrannten wird geschwiegen. Unter Freunden wird darüber gesprochen. Man weiß es, doch keiner redet offen darüber. Selbstgebrannter, das ist doch Quatsch. Von selbst wird gar nichts. Wir können uns hier noch einige dieser lustigen Sprüche anhören, die uns aber nicht weiterbringen, nicht an die Destille bringen. Verschwiegenheit, was den Schnaps angeht, bleibt auch in dieser Saison. Doch nach 3 Flaschen Schwarzgebranntem erzählen sie von der Brennomi, der Slivovitz-Babitschka, die morgen früh in der Dämmerung für ihre Enkel eine Ordnungswidrigkeit begehen wird. Wir mussten früh aufstehen, um das zu erleben. Sie will unerkannt bleiben, verrät uns keinen Namen. Sie hatte nie Angst vorm Knast, sondern vom Verlust ihrer Destille. Seit 50 Jahren beim Brennen in der Illegalität. »80 Jahre ist diese Anlage alt. Schon ihr Großvater brannte hier liebevoll die Geschenke. Im Slivovitz sei viel Liebe, erzählt sie. Sie kommt regelrecht ins Schwärmen. Slivovitz, der ist doch schon von sich aus gut. Manche, die haben nicht so ein Aroma, nicht so einen Duft. Die sind dann eben so ein bisschen. Aber unserer, der hat einen schönen Duft. Das schmecken sie dann auch.« Der durchgegärte Pflaumenmost muss im richtigen Moment verarbeitet werden. Und je verbotener, umso besser. 50 Liter stellt die Brennomi aus Strani her. Damit ist sie bei den Enkeln die Lieblingsomi. Das muss alles ganz ruhig passieren. Kein hier und da und schnell, dass wir alles schaffen. Das muss alles ganz leise vor sich gehen. Alles im Dunkeln, ohne Licht. Sonst kommt die Polizei und nimmt hier alles mit. Und was soll dann aus uns werden? Vor ihm fürchtete sie sich besonders. Ex-Polizist Miroslav Kusela, Schwarzbrennerjäger. So streifte er über Jahre durch die mährischen Dörfer. Er hatte hier in der Region keine Freunde. Viele hier wissen ja nicht, dass die Gesetze geändert wurden und die Polizei die Leute nicht mehr in den Knast steckt, sondern ihnen nur noch 100 Euro Strafe abnimmt. Miroslav Kusela musste auf der Suche nach Schwarzbrennern wirklich seiner Nase vertrauen. Viele Leute schütten nach dem Schwarzbrennen die Reste einfach weg. Aber die sind stark aromatisch und aus dem Kanal zieht der Duft dann durch das halbe Dorf und so kann man ermitteln, woher das kommt. Doch was das Brennen angeht, hielten die Dörfer zusammen. Wenn die Polizei im Anmarsch war, der Bürgermeister etwas von einer Razzia erfuhr, lief ein ganz besonderes Lied über die Dorflautsprecher. Und jeder wusste, was zu tun war. Miroslav Kusela schaut ein wenig resigniert auf seine Arbeit.
Wir waren uns bewusst, dass es eben eine tiefe Tradition war, dass unsere Arbeit ein Kampf gegen Windmühlen war, völlig sinnlos. Den einen haben wir bestraft, ihm die Destille abgenommen, und schon hat der nächste wieder angefangen. Diese Saison sei schon eine komische, meint die Slivovic-Babička. Ihr ganzes Leben war sie beim Brennen in der Illegalität. Jetzt wären nur 100 Euro Strafe fällig. Doch Verbot bleibt Verbot. Deswegen bleiben die dunklen Morgenstunden auch weiter in Meeren die spannendsten. Dobro Noc hat die Schwarzbrennerin da gerade im Mährischen gesagt, was so viel bedeutet wie gute Nacht. Wir wollen mal kurz hier auf dem Altstädter Ring testen, die Tschechischkenntnisse der Touristen. Guten Tag, heißt wie? Tut mir leid, ich weiß es nicht. Ich bin seit gestern jetzt hier, ich komme aus Osnabrück. Und ich kann auch alles bestellen und trinken, obwohl ich kein Tschechisch kann. Ich kann mich mit Händen und Füßen Bemerkungen machen oder verständigen. Bei uns können Sie es lernen. Mir nix, dir nix. Das sagt nämlich auch der Tscheche, wenn er schnell was sagen will. Und bei uns können Sie jetzt mir nix, dir nix Tschechisch lernen mit unserem Dolmetscher Petr Kumpfe. Frühling ist hier und man sagt, im Frühling soll man sich ändern. Was ändert man am einfachsten? Die Frisur. Deshalb gehen wir heute in Tschechien zum Friseur. Hier spricht man Deutsch. Aber nicht bei jedem Friseur in Tschechien spricht man Deutsch und da kann sehr vieles falsch gehen. Sie sehen dann schlecht aus. Deshalb heute ein paar wichtige Worte in Tschechien beim Friseur. Beim Friseur, würden Sie sagen jetzt beim Friseur, was Sie jetzt mit Ihren Haaren machen wollen auf Tschechisch? Könnte ich nicht sagen. Können Sie nicht? Nee. Wifenova. Ist ganz einfach. Wifenova ist föhnen. Ja. Nein, Fena ist eine Hündin, aber Fenova, lang. Ja? Tschechisch ist eine schwierige Sprache. Und deshalb sind wir ja da. Ganz wichtig, drobné si nechte. Heißt was? Kleingeld können Sie behalten. Aha, gut. Nächte. Drobné si nechte. Drobné si nechte. Gut, sagen Sie, stimmt so? Stimmt so. Nee, auf Tschechisch sagen Sie. Oh Gott. Drobné? To je dobrý. Dobrý. Wiederholen Sie mal. Dobrý. Dobrý, prima. Inzwischen hat sie sehr viel gelernt. Ich denke, damit kann man schon viel anfangen in Tschechien, nicht nur beim Friseur. Sagen Sie mal, kennen Sie ein paar Wörter Tschechisch? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nichts. Ja, da haben wir ja ein breites Feld, was wir alles versuchen können. Und dann sagen Sie, udělejte mi vlasy, machen Sie mal meine Haare. Ich spreche nur Deutsch. Wissen Sie, wenn ich da in ein Geschäft gehe, wie ich jetzt gerade war, und da haben wir uns auch gegenseitig nicht verstanden, da habe ich dem gezeigt, was ich will. Ich wollte einen Ungradstecher haben in diesem Geschäft. Und habe ich ohne weiteres dann gekriegt. Wir haben dann hinterher beide gelacht. Um Gottes Willen, wie sagt man auf Tschechisch Unkrautstecher? Nur sehen Sie, das wissen Sie auch nicht. Also ich denke, Frau Hüder, könnte noch was lernen. Ich denke, der Funke der Hoffnung ist noch da. Und wenn ich sage, darf ich das abschneiden? Ja, das klingt tschechisch. Muss ich doch ausziehen. Und was antworten Sie jetzt? Nee, ich sehe es ja nicht. Sowas passiert, wenn man die einfachen tschechischen Vokabeln Fason, also Ostříhat, und Lokwelle, Vodová. Wie Sie sehen und hören, liegen die Wörter ziemlich nah aneinander. So sieht man dann aus. Irgendwo ist wichtiger, gut Tschechisch zu lernen als beim Friseur. Deshalb sagt man auch hier, ono to vždycky zase všechno doroste. Was heißt so viel wie, es wächst alles wieder nach. In dem Sinne, ahoi und bis zum nächsten Mal. Und ein Wort will ich hier auf dem Ostermarkt, auf dem Prager Altstädter Ring noch hinzufügen. Das heißt, auf Wiedersehen, und mit dem verabschiede ich mich und sage Naschledano aus Prag.